Hinter mir seht ihr das, wo ich euch heute mal mit hinnehme. Ich mache heute mal, ich glaube zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit, mal wieder ein Video für euch. Ja, bin noch mitten am Fotografieren. Das ist ja das, was ich eigentlich hauptmäßig mache. Fotos gibt es bei asgf.de wie immer. Ja, wo sind wir? Lost Place heißt. Der Ort ist arg verlassen und sieht schon ziemlich rot aus. Trotzdem hat es mich seit Wochen gereizt, hier mal hinzufahren und mir das mal selber mit eigenen Augen anzuschauen. Man sieht Lichtanstrahlung. Das wirkt alles ganz anders wie auf Fotos. Das muss man live sehen. Mehr gibt's gleich. Lager, denke ich mal, war das. So, und ich möchte mal darauf hinweisen, wir sind hier nicht alleine. Ich habe eben sowohl Stimmen als auch Schritte gehört. Fuck. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ah, ne.
Wie süß. Ein winzig Bagger. Aber wie ihr seht, wird anscheinend schon bald Tabula Rasa gemacht. Und das ganze Ding hier wird abgerissen. Überall sind die hier schon Schrott und sortieren nach Güteklassen. So lange kann das hier nicht mehr dauern. Jetzt stinkt's. Natürlich, wie bei jedem Lost Place, gibt es auch hier die Auswahl zwischen Bauwatch und Sicherheitsdienst. Deshalb mal ganz lang vorsichtig um die Ecke gucken. Oh, da ist ja was. Seht ihr da das Haus? Da würde ich ja noch gerne mal hoch. Aber ich glaube, das lasse ich besser sein. So, und weil ich erstmal Videomaterial und auch meine Bilder sichern will, mache ich das Weichenhäuschen beim nächsten Mal. Ich kann das dann jetzt noch kurz vor Ende meiner Tour hier irgendwie überrascht zu werden. Seht's mir nach. Oh Scheiße, das ist offen. Okay. Dann brettert hier immer mit seinem Auto durch Schaden. So. Wieder auf dem Weg. Ich muss dann nochmal ein paar Bilder machen, die muss ich nochmal kurz anhalten. Ich weiß nicht, hier liegen ziemlich viele Einbahnanzüge rum. Wenn mich das stört, ob mich das gar nicht stört. Und zurzeit stört mir das auch ein bisschen. Guckt euch den Haufen an. Nur einmal Anzüge. Okay. So, Absperrungen haben immer einen Sinn. Macht sowas bitte nicht nach. Danke. Super. Mit Fotorucksack klappt das nicht, da muss ich drüber steigen. Mal checken, ob stabil ist. Wow. Was für ein tolles Lichtspiel. Ich hoffe, das sieht man auf den Videoaufnahmen. Na, super Idee. Hier waren im Grunde schon die Kabelratten und die Kabel weggeknabbert. Na, guck mal, da drüben sind wir eben gestartet, da am Wegelchen. Außerdem, ich komme wieder. Dieser Spielplatz. Den werde ich heute nicht zum letzten Mal gesucht haben. Wenn ihr euch wundert, dass ich was rausschneide,
liegt das daran, dass ich ungern die Places verraten möchte. So, jetzt leise was vom Blitz. Ihr seht, das ist Holzsortierung 2.0. Alles aus dem Haufen und alles von da oben irgendwo runter. Und weiter geht's. Ah, hier, da waren wir eben auch schon, ne? Gesehen. Boah. Jo. Zwei Etagen. Diese Rücken könnte ich wieder zu Hause brauchen zum Messerschleifen, wenn es gut macht. Aber wir nehmen nichts mit. Gucken erlaubt, Klauen verboten. Gucken, ja, nicht irgendwo in ein Loch verschwinden. Da wo mein Eingang war, da ist doch mein Ausgang. Ein weiteres Statement von mir ist immer, keinen Zaun aufmachen. Immer irgendwo ein Zaun auf. Was ein Trümmer. Bald machen sie ihn platt.